Herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Knight mit Airesu. Ich bin Airesu. Und. Hopp. Hopp, da ist ein Poster, das ich noch schnell. Okay, jetzt hat sich wieder verändert. Wurde irgendwo noch nicht geplündert, mir wird langweilig. Gut, und ich habe seit, ich glaube, 2 Wochen, 3 Wochen, 1 Monat nicht gespielt. Weil ich ein klein wenig Vorlauf hatte. Ich versuche, dass es nicht mehr vorkommt. Tut mir leid, ich habe mich etwas hinreißen lassen. Folge ist, ich habe keine Ahnung, was ich tue. Also noch weniger als sonst. Gut, die Steuerung funktioniert einigermaßen. In der Zeit hat sich auf jeden Fall mein Aufnahmeprogramm auch umgestellt, aber das habe ich zum Glück rechtzeitig erkannt. Schauen wir mal, was wir für Quests haben. Muskelgedächtnis funktioniert, hat mir direkt die richtige Funktion gegeben. Wollen wir den Pinguin ärgern? Finde und zerstöre alle von Pinguins Waffendepots. Das klingt gut. Dachte, du vermisst mich vielleicht, Bruce. Ich habe einen von Pinguins Trucks. Er steht unten an der Salvation Bridge. Wenn ja, unterwegs. Ich finde ihn zu Fuß. Triff dich mit mir am Waffenlager, sobald ich es gefunden habe. Zu Fuß. Als ob Pets sowas machen würde. Da hinten ist eine Drohne, die sollte ich mal versuchen zu schnappen, solange ich sie sehe. Meine Drohnen sind jetzt nicht so schwierig aufzuspüren. Aber wenn man sie aktiv versucht zu suchen, dann ist es doch nervig. Wenn ich dort oben den Haken benutzen dürfte, darf ich aus irgendeinem Grund nicht. Ah, von hier aus schon. So, mal sehen, wie funktioniert das doch gleich. Gut, Bats macht alles von alleine, sehr schön und bumm. Cash, die Miliz-Lufteinheiten sind vernichtet. Die Patrouillen können nach Founders Island zurückkehren. Die Hubschrauber heben gerade ab, Batman. Yay! Wieder eine gute Tat vollbracht. Eigentlich können wir die Folge hier beenden. So, und top. Da hinten wäre Two-Face. Ich nehme mal das Auto. Ach ja, ich habe hier einen Zettel rumliegen. Da steht Batmobile-Tune. Das tun wir einfach mal. Nicht hier. Hier. Batmobile-Waffen? Nein, Batmobile. Panzerung. Wie viele Punkte haben wir? Wir haben 73 Punkte. Okay, das können wir uns leisten. Verstärkt die Panzerung um 100%, also aufs Doppelte. Rammangriff. Verstärkt das Batmobil, um im Verfolgungsmodus das Zerstören einzelner Drohnen zu ermöglichen, wenn sie mit ausreichendem Tempo gerammt werden. Ja, warum nicht? Dank eines verbesserten Ausrufsystems wird die Reichweite des Schleudersitzes erhöht. Das brauchen wir nicht. Kürzere Aufladezeit des Nachbrenners des Batmobils ermöglicht ein schnelleres Durchqueren der Stadt. Das könnte praktisch sein. Schubdüsenverbesserung. Du kannst die Schubdüsen im Kampf zweimal direkt in deiner... Ja. Und nach deiner Aufladung nochmal verbessern. Gut. Waffen. Sollten wir hier noch irgendwas machen? Nachladezeit reduzieren. Das 60mm Geschütz. Ist das das ich gegen die Drohnen benutze? Wahrscheinlich. Cobra-Köderschuss. Schüsse mit dem 60mm Geschütz locken Cobra-Drohnen der Miliz an die Stelle des Aufschlags. Eine sehr effektive Taktik für Ablenkungsmanöver und Hinterhalte. Das klingt nicht schlecht. Notfallwaffenenergie, fällt die Panzerungsstufe in den kritischen Bereich ab, werden alle Reserven in die Waffensysteme umgeleitet. Das klingt dämlich. Und die Sekundärbewaffnungsenergie sofort auf Stufe 2 aufgeladen. Ich meine, ich kenne den Spruch, Angriff ist die beste Verteidigung. Aber wenn die Verteidigung sie gerade nachgibt, dann... Mehr Energie für kaputtgemachte Gegner. Zielgenauigkeit der Vulkankanone erlaubt es, länger zu schießen und an Genauigkeit zu verlieren. Gehäuseschussschaden mit dem 60mm Geschütz erhöht die durch einen direkten Treffer auf das Gehäuse einer Drohne verursachten Schaden. Ja, warum nicht? Da. Oh, Turmschussschaden. Ah, wenn man oben Schaden macht. Ja, okay, wunderbar.
Jetzt hoffe ich nur, dass ich nicht aus irgendeinem Grund nicht abspeichere oder irgendwas lade hier. Das wäre sehr dämlich, weil dann werde ich nicht mehr dran denken, das nochmal zu machen. Ich kenne mich. Wie konnte man... Ah, linke Maustaste. Wuhu! Hier ist auch noch irgendwo eine Drohne. Aber die interessiert uns gerade nicht wirklich. Da oben ist ein Feuer auf dem Dach. Gut, es gehört zum Schild, ich weiß. Bürger Gottes, ich werde euch etwas geben. Ein Geschenk, ungleich allem, was ihr jemals erlebt habt. Ihr werdet, ihr alle, bald mit der Finsternis in euch selbst konfrontiert. Ab jetzt wird alles anders werden. Ich bin nicht sicher, ob die dieses Geschenk haben wollen. Außer den Bürger Gothams. Die meisten Bürger Gothams sind weg. Oh, die hören Hip-Hop, die müssen böse sein. Waren aus Vollkohle. Kaum zu glauben, dass ich fast für Ed gearbeitet hätte. Harveys Männer rauben Banken aus und es ist keiner mehr da, der sie aufhalten kann. Ich weiß schon, wo ich lieber wäre. Wir kriegen unser Geld. Der Pinguin hat mir sein Wort gegeben. Das muss ich selbst sehen. Obwohl, Moment, der Pinguin. Weiß man bei Cobblepot, woran man ist. Bei Dan steht's immer 50-50. Ja, da ist was dran. Nightwing ist verrückt, hier aufzukreuzen. Er wird schnell begreifen müssen, dass es hier nicht so läuft wie im Bloodhaven. Hey Leute. Batman mag vielleicht ein paar nette Tricks kennen, aber er weiß nicht, wie man richtig kämpft. Er hat keine Ahnung davon, wie man auf der Straße kämpft. Du weißt schon, Straßenkampf. Aha, sicher. Gut, man muss genau hier stehen, um zu klopfen. Hey Lenny, bist du das? Hallo. Oh Gott, das ist er! Die verfluchte Fledermaus, bring uns hier raus! Die Fledermaus, er hat uns gefunden! Was machen wir jetzt? Okay, außer... Reichweite bleiben, das war das, ne? Okay, wir sollten uns klein zu beeilen. Was rumpelt hier so? Was? Dass ich nicht zu sehen bin, ist doch schon gut. Ja, okay, alles gut. Sollte vielleicht ein bisschen in Bodennähe sein. Bleiben. Mir wurde nämlich gesagt, dass es hier noch irgendwo in der Stadt das Büro von John Constantine gibt. Und da würde ich ganz gerne mal vorbeischauen. Also man wird nicht reingehen können, aber ich sehe sowas einfach gerne. Top. Die sind offenbar sehr weit von ihrem Auftragsort weg gewesen. Passt mal auf, Cobblepot beliefert die Polizei hier. Irgendwo müssen die ja auch Waffen herkriegen. Mhm.
Seid ihr da? Das sieht richtig aus. Der Pinguin benutzt den Firmensitz von Sionis Industries als Fassade für eines seiner Waffenlager. Überlass das mir. Alter vor Schönheit, Bruce. Ich werde mich wie immer eher bedeckt halten. Ja, ich nehme an, er kommt wieder für die Schlägerei. Das ist ungünstig. Aber ich nehme an, das können wir lösen. Ich verschwinde von hier! Oh, die sind zu zweit. Okay. Muss ich hier nach oben? Sieht so aus. Wenn jemand auch nur Wasser wähnt? Und? Mal sehen, ob das jemandem auffällt. Ich sollte mich auf den Weg machen und sie besuchen. 21 Gegner nur. Das sollte kein Problem sein. Mich, wen sie meinen mit Neandertaler. Es gibt ein paar Kandidaten, aber keiner davon ist mir so bekannt, dass mir gerade der Name einfallen würde. Und woher kommst, gibt's noch mehr? Hey, was soll das heißen? Er meint, Kerle wie uns gibt's wie Sand am Meer. Wenn du meinst, meine Mom sagte immer, ich sei was Besonderes. Ja, ja, meine auch. Jetzt halt die Klappe und halt Ausschau. So, Leute, ich bin da. Hoppala. Oh, hallo. Genau hier, und Team ausschalten. Au. Keine Sorge, mein Wing, das geht ganz schnell. Oh, stopp, please. Oh. Jetzt kann da hinten alleine aufstehen. Ach, verdammt. Was ist denn der Große? Haben wir den schon kaputt gemacht? War hier überhaupt ein Großer? Mir war so, als wäre da ein Großer. Oh! Das war cool. Au! Au! Hat er gerade gesagt, guter Schuss? Gut. Ich weiß nicht, warum er mit dem Stab jetzt da unten hingestochen hat. Ich arbeite nur mit den Besten. Hey, hey, hey. Keine voreiligen Schlüsse. Das ist nicht auf Dauer. Ich mag meinen neuen Job. Macht Spaß, ich kann arbeiten, wann ich will und das Beste, kein Boss, der mich rumkommandiert. Gut. So, was haben wir denn hier? Geld. Cool. Nightwing, kannst du haben. Ich hab genug. Mhm.
Kannst du dir mal einen anständigen Anzug kaufen? Nicht immer den gleichen alten, abgetragenen. Wenn alles vorbei ist, schaue ich im Anwesen bei Alfred vorbei. Er hat das Leben mit dir erträglicher gemacht. Naja, etwas. Versprich mir, dass ich etwas Zeit alleine mit dem Pinguin bekomme, wenn wir ihn schnappen. Er soll wissen, dass Bloodhaven tabu ist. Ja, ich bin sicher, er wird darauf reagieren, wenn er nicht mal auf Batman reagiert. Ich habe Robin diese Nacht noch gar nicht gesehen. Ich halte ihn ja immer noch für den Frischling. War sicher nicht einfach für ihn, nach all dem mitzumachen. Der Junge hat Mumm. Ja, dem wirst du jetzt auch nicht mehr begegnen. Der ist gerade ein klein bisschen indisponiert. Versprich mir, dass ich etwas Zeit alleine mit dem Pinguin bekomme, wenn wir ihn schnappen. Okay, geht klar. Er soll wissen, dass Bloodhaven tabu ist. Joker, möchtest du dich melden? Bisher offenbar nicht. Wenn ich die Tür schließe, wird das die Explosion anhalten. Na gut. Hier. Nee, der Joker bleibt ruhig. Beim letzten Mal hat er eine ganze Menge Albernheiten gemacht, als wir an so einer Tür waren. Gemütlich. Wenn alles vorbei ist, schaue ich im Anwesen bei Alfred vorbei. Er hat das Leben mit dir erträglich gemacht. Errungenschaft, hübscher Knabe. Laut Schätzung hat Pinguin noch mindestens 3 von diesen Depots. Auf der Straße zirkulieren also viele Waffen. Das wird eine lange Nacht, Bruce. Das bin ich gewohnt. Verfolg einfach weiter die Kühllaster. Und ich dachte, du würdest mir eine Herausforderung bieten. Ja, seine Schätzung scheint auf jeden Fall richtig zu sein. Versprich mir, dass ich etwas Zeit alleine mit dem Pinguin bekomme. Okay, ja, bekommst du. Er soll wissen, dass Bloodhaven tabu ist. Okay, gut. Lief doch ganz okay. Hier sind... Ah, noch haben wir kurz Zeit. Was können wir machen? Irgendwas Kurzes. Das hier wäre kurz, wenn wir schnell ein Dach finden würden. Ich werde nach Ezrael's brennendem Bat-Symbol suchen und seine Prüfungen fortsetzen. Du denkst immer noch an Talia, was? Verständlich. Die Liebe seines Lebens zu vergessen ist nicht leicht, besonders wenn man für ihren Tod verantwortlich ist. Freundlicher Hubschrauber jetzt. Sitzt in einem Waisenhaus fest, während hier draußen die Party steigt. Naja, wenn der Riddler sie noch nicht zu Tode geschwafelt hat. Wir haben sie doch schon gerettet. Passt du nicht auf, Joker. Das ist... schlecht. Das da kenne ich schon. Ich frage mich, was Jason Todd wohl von all dem gehalten hätte. Es macht dir doch nichts aus, über ihn zu reden, oder? Wir sollten uns an die Toten erinnern. Das gehört zur Trauerbewältigung. Darin solltest du mittlerweile ziemlich gut sein. Okay, das war neu. So, er hat 3 Dinge gesagt. Nach 3 Dingen haut er gewöhnlich ab. Kann ich hier... Nö. Bringen mir diese Hubschrauber irgendwas? Oder ist es wirklich einfach nur atmosphärisch, um zu sagen? In der Nähe von Falconi Shipping. Das wäre hier. Da können wir doch direkt mal einen Feuerwehrmann retten. Sind die das da hinten? Da leuchtete eben was auf. Das sieht richtig aus. Okay, das war nicht ganz perfekt.
Das war der Aquaman-Auftritt. Wuhu! Und... Ha, das hat geklappt. Sehr gut. Komplett aus der Übung scheine ich noch nicht zu sein. Ups, nicht das, worauf ich gezielt hatte, aber ist auch in Ordnung. Au. Der hat mich gefangen. So. Du bist jetzt sicher. Halbwegs. Solange die Randalierer dich nicht erwischen. Batman. Gott, du bist es wirklich. Sie müssen ruhig bleiben und sich konzentrieren. Firefly war der Brandstifter, den ihre Einheit die letzten Wochen gesucht hat. Firefly? Sicher? Ich kenne den Polizeibericht nicht, aber es gab vermutlich kein Anzeichen für gewaltsames Eindringen. Die neuesten Alarmsysteme, automatische Reaktion, es wurde alles ausgeschaltet. Wer es auch war, er war uns immer einen Schritt voraus. Hat sogar den Chief erschreckt. Hast du ihn gefunden? Keine Sorge, ich finde den Chief. Ein GCPD-Officer ist auf dem Weg, um sie abzuholen. Was ich gerne wissen würde, ist, ob die Stimmen sich hier ändern oder wen man erwischt. Also ob, wenn ich eine andere Reihenfolge erwischt hätte, ob ich dann trotzdem jetzt als... Was war das jetzt? 15. immer noch Feuerwehrmann Norman erwischt hätte hier. Oder einen anderen, der genau das gleiche gesagt hätte. Der Chief wird schon wieder, stimmt. Ich habe ihn ohne Kratzer aus brennenden Häusern kommen sehen. Er ist kugelsicher. Wäre wahrscheinlich einfacher, einfach das Modell hier auszutauschen, als die Stimme, die mit dem Modell verknüpft ist. In ihre Augen zu blicken und dieses Chaos zu sehen, mit dem man nicht verhandeln kann. Außerdem wäre es doof, wenn man eine Stimme erwischen würde, die überhaupt nicht passen würde. Also, ich... Ja, ist eine doofe Frage gewesen. Die werden einfach die Leute austauschen, denen man begegnet. So, okay. Ich denke, das lief doch ganz gut. Wir haben ein paar Waffen aufgespürt, wir haben einen Feuerwehrmann aufgespürt. Dafür, dass ich eine Weile nicht gespielt habe, ist es okay. Ach ja, und wir haben eine Drohne kaputt gemacht. Gut, also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.